Mit Schrapnell gegen Todesroboter. Da, Patrouilleneinheit. Überraschend gut. Komm. Lauf, 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 lauf. Oh, 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 oh. Kiste. Kiste des Wahn. Truhe ist verschlossen, Truhe ist auf. Gold, Gold, Gold. Und Kubus der Kontrolle. Ein vollkommen glatter Metallwürfel. Raus aus diesem Höllenloch. Stadtportal Freehaven. Hui, 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 hui. Trink aus dem Brunnen. Trink den doofen Brunnen leer. So. Das war eine Odyssee. Hammer. Okay. Auf zum Orakel. Wir wollen unsere Hightech-Waffen und Rüstung haben. Piu, piu. Mal gucken, was er denn für einen Auftrag für uns hat. Also wahrscheinlich die Teufel ausrotten. So, Licht aus, Licht an. Also die Pyramide hat es echt in sich. Das kenne ich aus sehr wenigen anderen Spielen. So, hier rum, hier rum, hier rum. Und warum gehst du zu? Was? Okay. Dann speichern wir ab. XX, so. Ich habe dich schon erwartet. Kontrollzentrum. Du hast jetzt Zugang zum Kontrollzentrum. Befehle mir, dich dorthin zu bringen und ich werde den Befehl ausführen. Nur eine Warnung noch. Die Wachen im Kontrollzentrum stehen nicht mehr unter meiner Kontrolle. Also sei bitte vorsichtig. Kriganer? Wie ich sagte, sind die Kriganer gegen die meisten Waffen in Enros immun, aber nicht gegen alle. Um sie zu besiegen, musst du ihr abgestürztes Schiff finden und den Hauptreaktor zerstören. Das einzige Problem ist, dass die daraus resultierende Explosion den ganzen Planeten zerstören würde. Du brauchst einen mächtigen Zauberspruch, damit die Explosion dem Planeten nicht schaden kann. Aber einen solchen Zauberspruch wird es in der ganzen Welt wohl nicht geben. Der einzige Mensch, der einen solchen Zauber kennen könnte, ist Archibald. Und der ist nicht in der Verfassung, die ihn dir beizubringen. Und was die Sache noch schlimmer macht, du kannst den Reaktor nicht mit herkömmlichen Waffen zerstören. Du brauchst jetzt die antiken Waffen aus dem Kontrollzentrum. Altertum? Obwohl mein Gedächtnis von Archibald beschädigt wurde, kann ich mich an die Gefahr erinnern, die die Kriganer für unsere Welt darstellten. Die Kriganer tauchten zuerst vor etwa 1500 Jahren auf. Sie griffen entfernte Kolonien an und stahlen dessen Ressourcen. Wir dachten damals, dass sie nur einige Mineralien bräuchten und dass man mit ihnen reden könnte, aber das war nicht der Fall. Ihr Lebenszyklus zwingt sie dazu, auf einer Welt zu brüten, bis diese Welt ihre Zahl nicht mehr ernähren kann. Dann schicken sie Schiffe los, um ihr Zyklus erneut zu starten. Ihre Angriffe gegen das Imperium der Vorfahren haben das Netzwerk von Schifffahrt und Kommunikation zerstört und so die Zeit der Stille verursacht, mit der unsere Zeitrechnung beginnt. Ohne Unterstützung von der Heimatwelt ist unsere Technologie zusammengebrochen. Und das hat diesen bedauernswerten Zustand verursacht, in dem wir hier leben. Ich würde helfen, die Technologie zu erneuern, aber ich bin in den Augen vieler zu einer religiösen Figur geworden. Und nur wenige besuchen mich oder verstehen, was ich anzubieten habe. Vielleicht bringt diese Kriganer-Krise die Leute wieder zur Vernunft, wenn sie überleben. Ah, mal gucken. Erstmal schlafen. Du. Fackellicht. Du. Da. Jetzt gehen wir gleich Roboter töten. Ganz, ganz viele Roboter, damit wir an Laserwaffen kommen, um Aliens umzubringen. Kontrollzentrum, ja. Hey, wo sind wir? Computerterminal. Hallo und willkommen zu dieser selbstgeführten Tour durch die planetare Kontrolleinrichtung von Warn. Wir heißen alle Besucher herzlich willkommen. Wenn Sie in einem wichtigen Bereich betreten, achten Sie auf weitere Informationen auf unseren Anzeigeschirmen. Viel Spaß bei der Tour. Ich denke, ich werde keinen Spaß haben. Ich werde schon von Robotern beschossen. Da. Boah, aber diesen verglichen mit den Djinns und
anderen Robotern sind die echt mau. Speicherbehälter. Also Kiste. Leer. Ich hab's. Ich weiß antike nicht. Waffe. Aha. Sehr schön. So ein Flash Gordon Blaster. Tür. Jeffreys Tube. Jo. Eine lange Jeffreys Röhre. Mit Pfeilen gegen Roboter. Gib ihm. Hat sogar Schaden gemacht. Wir brauchen noch drei von den Dingern. Da war schon wieder das komische Brummen von den Speicherkristallen. Oh. Ja, komm, eine Seite zur Zeit. Weg. Weg. Ach stimmt, und das Orakel hat auch was gesagt von Rüstungen und Waffen. Nicht nur Waffen. Danach sollten wir auch Ausschau halten. Und es ist wieder viel zu verworren hier. Der Raum zu ihrer Linken ist die Hauptmeetinghalle. Würdenträger aus aller Welt haben dort bei Banketten geschlemmt, die zu ihren Ehren veranstaltet wurden. Man sagt, dass König Sheridan auf seiner 21. Geburtstagsparty beinahe an einem Stück Morgret erstickt ist, aber von einem Dienstmädchen gerettet wurde, das er später heiratete und zu seiner Königin machte. Oh, die Liebe. Ich werde von Mörderrobotern verfolgt. Es ist mir vollkommen egal, wer in welcher Paste erstickt ist. Ah, Blaster. Nein, das ist dieselbe Kiste, wo ich vorher schon dran war, richtig? Richtig, ich bin einmal im Kreis gelaufen. Okay, weg. So. Weg mit dir. Eine leere Halle, was bist du? Blasterwaffen erlauben einen effektiven, genauen Fernangriff. Halte sie den Griff bequem in der Hand, richte den Lauf auf ihr Ziel und betätige leicht den Abzug. Sollte die Waffe daneben geschossen haben, sehen Sie nicht in den Lauf. Geben Sie die Waffe einem Ausbilder und lassen Sie ihn das Problem beheben. Richten Sie niemals einen Blaster auf etwas, das Sie nicht pulverisieren wollen. Oh, damit müssten wir jetzt Blaster gelernt haben. Jo. Reparieren, reparieren. Blaster. Blaster. Achso, du kannst gleich mal einen Blaster in die Hand nehmen, ist das Problem. Ja. Also er kann jetzt nicht mehr Nahkampfangriffe machen, das ist ein wenig ärgerlich. Müssen wir mal gucken, ob sich das überhaupt rentiert. Langfristig. Was ist der Ausgang? Nein, wir wollen nicht raus. Sieht zwar gerade ein bisschen eng aus, was die Zauber... die Lebenspunkte angeht, aber das kriegen wir schon hin. Wir brauchen nur noch eine Rüstung und drei Blaster. Ja, okay, es könnte vielleicht umtauen. Das Ding ist stärker. Kaputt. Gib mir Blaster. Sehr gut. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist eine antike Waffe, verdammt. Du. Jo, jetzt geht's rund. Jetzt geht's rund. Piu, piu. Ist hier was? Nö. Jetzt sollten wir doch nicht reingehen. Au. Kaputt. Wow, okay. Suchen wir mal. Ja, da sind Kisten. Okay, du. Leuchtfeuer setzen im Grab von Warn. Dann bringst du uns kurz hier raus. Na komm. Bringst uns kurz hier raus und zwar nach Neusorpigal. Da schlafen wir dann jetzt.
und gehen ganz kurz zu einem Lehrer. Du, wir würden gerne fliegen. So. Und zwar lebt ich hier auf einer Insel oder Halbinsel, das weiß ich gar nicht mehr. Der Expertenlehrer für antike Waffen. Und Goblins, wie süß. So, da könnte das gewesen sein. Schön. Genau, Experte. Okay. Okay, ja, okay. Okay, okay. Reparieren. Repariert. Die Roboter repariert. Machen nicht ganz schön viel kaputt. Repariert. So, Blaster. Wir haben bestimmt noch einen Stufenaufstieg, oder? Jupp. Das heißt, du bringst uns als nächstes zurück nach Paradiestal. Willst du eine weitere gute Arbeit? Gute Arbeit. Ganz viele Stufenaufstiege, die wir uns nicht leisten können. So, bringen wir es mal auf 12. Oder so hoch es eben geht. Ja, wir hätten einen Stufenaufstieg bei ihr auch machen sollen. Nicht, dass sie jetzt nicht Meister werden kann, weil ihr 2-3 Punkte fehlen. Aber wir können hier ein bisschen was verkaufen. 30 Feuerresistenz klingt echt nicht schlecht. Beschleunigt die Erholung. Ja, nee, weg. 15 Glück und regeneriert ZP mit der Zeit. Entzieht dem Ziel Trefferpunkte, brauchen wir nicht. Nee. Nimm mal den. Mordred, das Artefakt, kann in die Offhand. Die Kristalle können eigentlich weg, aber na gut. Repariert. Das kann weg. Also ein bisschen was zum Verkaufen haben wir für mindestens einen Stufenaufstieg. So. Suchst du etwas Bestimmtes? So. Danke. Komm bald wieder. Hier. Feinsten Waffen im Land. Bis bald. Also ein Stufenaufstieg hier. Willst du eine gute Arbeit? Dann kriegt sie genug Punkte für Blaster 8. Oh, mal gucken. Also hier irgendwo war jetzt eine komisch aussehende Hallo. Frau. Die darum geredet hat, dass sie mal eine antike Waffe gefunden hat und damit Drachen getötet. Hallo. Und dass es irgendwann langweilig wurde. Und dann ist der Blaster kaputt gegangen und sie konnte nichts Hallo. Mehr. Das war so Hallo. Ihre Lebensgeschichte. Hallo. Schweres Los. Hallo. Da. Nein. Meister der Schattenmagie. Bist du schon, richtig? Ja. Hallo. War doch hier, oder? Hallo. Okay, vielleicht in dieser Häuserreihe. Hallo. Hermes. Hallo. Hallo. Bitte jemand anders begrüßen lassen, danke. Schön, dass du da bist. Schon besser. Wie geht's? Wie geht's? Ha, Meister Lichtwand. Meister für Blaster werden. 5000 Gold. Ja. Das heißt, man braucht Gold. Und man braucht mindestens 10 oder 12 Punkte. Das heißt, wir müssen jetzt Geld machen. Dürfte ja nicht allzu schwer sein. Fliegen. So, töten wir jetzt mit unseren neu gefundenen Blastern. Du bekommst auch einen Blaster. So. Dann hat jetzt Myrum ab sofort kein... Ja. Nee, wie kriege ich den weg? Das Problem hatten wir schon mal. Wir konnten das nicht wegnehmen. Geht das so? Nee, es geht erst, wenn wir 4 Blaster haben, ordentlich. Machen wir es auf die altmodische. Schnell, schnell. So. Aber ob wir so schnell genug. Es war keine Krankheitsvergift. Schnell genug das Gold zusammenbekommen für 2 Stufenaufstiege. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sollten lieber einfach mehr Ramsch verkaufen.
Ja, die Nahkampfwaffe würde ich ganz gerne behalten. Ich verkaufe jetzt mal die Ringe, die ich eh nie wieder verzaubern werde. Wir sind jetzt dabei, Hightech-Waffen zu finden und Powerblaster. Ich denke nicht, dass ein verzauberter Ring jetzt da noch einen Unterschied machen wird. Du, Gift heilen bei ihr. Da. Suchst du etwas Bestimmtes? Verkaufen. Weg, 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 weg. Danke. So. Komm. Verkaufen. Weg, weg. Verkaufen. Das, das. Bis demnächst. So, du bist Blaster-Experte und brauchst wirklich 12. Das ist happig. Das heißt, sie ist jetzt Blaster 12 und wir haben jetzt 5000 Gold, damit sie Meister werden kann. Wie geht's? Ja. Ah. Gut, dann teleportieren wir uns jetzt zurück in den Kontrollraum. Finden dann noch mehr Blaster. Wir kamen ja einigermaßen auch ohne Blaster und Meisterrang und so weiter zurecht. Sodass jeder Charakter den Blaster hat. Und dann gucken wir mal, ob wir alle vielen Blaster haben, ob wir dann einigermaßen Titanen und Drachen töten können, um an Gold zu kommen, um die Stufenaufstiege zu bekommen, um die Regane auszurotten. Super Plan.